Hoppala! Das kam ungesehen. Alderaan hat die Vernichtung gewählt. Sie haben Rebellion und Anarchie entfacht. Und den Preis dafür bezahlt. Die Überlebenden verbreiten weiterhin Unruhe. Findet sie. Ruht nicht, bis die Zerstörung Alderaans abgeschlossen ist. Lord Vaders Befehle sind eindeutig. Sind sie? Ja, die Überreste Alderaans auslöschen. Wie? Die Überlebenden sind doch untergetaucht. Angeblich befindet sich ein alderanischer Konvoi auf dem Weg nach Foster Haven. Sie locken sie raus und geben ihnen den Rest. Ist das verständlich, Captain? Natürlich, Commodore Sloan. Wegtreten. Captain Jakes. Alles bereit, Lieutenant Carroll? Die Staffel ist unterwegs. Sie brennen darauf, Lord Vaders Befehle zu befolgen. Und Sie? Sie wollen Flüchtlinge töten, deren Welt wir zerstört haben. Während des Iskallon-Aufstands brachten Sie mir bei, Propaganda zu ignorieren. Es sind Verräter und keine Flüchtlinge, und so werden wir sie auch behandeln. Die übliche Sigma-9-Konfiguration wurde vorbereitet. Nur Standard-Teils heute. Fliegen nach alter Schule, Sir? Vielleicht wird es ja doch noch eine Herausforderung. Sie hören mich, Teresa. Aber verstanden haben Sie nicht. Bald wissen wir Bescheid. Ich führe. Und niemand feuert ohne meinen Befehl. Wenn der Konvoi da draußen ist, wollen wir sie nicht verschrecken. Machen wir es richtig. Ein weiterer Sieg steht bevor. Und damit herzlich willkommen zu Star Wars. Heute sind wir TIE Fighter Pilot oder auch X-Wing Pilot, aber jetzt hier erstmal, ich sehe mich hier jetzt so mal um. Sieht ganz nach TIE Fighter aus. Ihr habt ja das Intro jetzt alles ein bisschen so gesehen. Das Charakterzeug, alles, das habe ich jetzt euch mal erspart. Und ja, drücke Y, um zu starten. Ich spiele das aber alles hier so mit Controller. Tue ich mich, glaube ich, ein bisschen leichter. Als mit, Tastatur und so, ne? Und bevor wir losstarten, drücke ich mal hier Y. Oh ne, hier ist es dann A. Spiel hab ich schon verarscht. Nein, okay. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist jetzt erstmal hier eine Story-Schlacht. Also die erste, glaube ich. Ja, die erste. Die erste und ja. Bitte. Bitte. Ich probiere mein Bestes. Also nicht böse sein. Ich probiere mein Bestes. So. Okay. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu laut wird. Drücken wir mal Y. Oh ne, jetzt ist es A. Total verwirrt. Guckt euch ihn an. Mein Helm ist noch 11.
So, jetzt gehen wir los. Oh weh, oh weh. Checks abgeschlossen. Legen wir einen sauberen Start. Folgt meinem Jäger. Okay. Jetzt. Frontalsensor läuft und online. Und nun Schub einleiten und den Hangar verlassen. Ja, mach ich. Oi, 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 oi. Oh je. Verstärkung! Genug Unterstützung, um uns mit diesem Konvoi der Sympathisanten zu befassen. Oje, oje, oje. Helix-Staffel, wir präparieren den Bosanti-Transport. Bereithalten! Verstanden, Vigilance. Alle mir nach. Wir führen einen schnellen Flottenüberflug durch, um die Flugsteuerung zu kalibrieren. Gewiss. Da geht nicht schlecht. Oh weh, oh weh. Von innen vergisst man schnell, wie unsere Sternenzerstörer wirklich sind. Vorsicht, die Schilde können uns nichts anhaben, doch so nah am Schiffsrumpf sollten wir gut aufpassen. Ei, ei. Sie haben recht, Sir. Es ist toll, wieder wie früher zu fliegen. Es gibt etwas sehr Offensichtliches an einem TIE-Jäger. Unsere Feinde wissen, was ihnen blüht. Okay, das sieht doch erstmal recht gut aus. Wenn das Spiel die ganze Zeit so weitergeht, dann haben wir keine Probleme. Nein, nein, nein. Da testet wohl jemand Kampfformation. Besser hier als später auf dem Schlachtfeld. Okay, ich muss mich auf jeden Fall noch ein bisschen reinfuchsen. Abstand halten, Helix. Die Triebwerke sind heiß genug, um einen Teil zu verdampfen. Okay, Hakuna Matata. Ich kannte einige Draufgänger, die das auf die harte Tour erfahren haben. Manche testen im Teil ihre Grenzen aus, doch manchmal sind es die Grenzen, die einen testen. Okay. Voller Schub voraus. Stoppe unter dem Gosanti, damit die Verriegelung schließt. Okay. Helix-Staffel angedockt und bereit für Überraschung. Jetzt wird's ernst. Helix, wir haben Unterstützung, doch das Aufspüren des Flüchtlingskonvois ist unsere Aufgabe. Sie entkommen dem Imperium nicht nochmal. Thank you.
Ganz ruhig. Wahrscheinlich der abgeschiedenste Handelsposten in diesem Sektor. Wahrscheinlich. Es ist nur ein Anlaufpunkt für Diebe und Piraten. Wenn sich die Flüchtlinge hier verstecken, sind sie sicherlich nicht so unschuldig, wie sie behaupten. Hi. Ich kann das nicht lesen unter dieser Maske. Scannen, LT, blablabla, näherlich anschließend. Okay. Gecheckt. Seht ihr? Treu ergeben, ich schwöre. Kein Teil des Konvois. Überprüfe ein anderes Schiff. Und wollen wir mal. Prüfe jetzt das nächste. Ich zahle jeden Preis. Beschlagnahmt nur das Schifflicht. Keine Flüchtlinge an Bord. Weitermachen. Also beschlagnahmt ihr mein Schiff nicht? Ach, ein Schiff versucht zu fliehen. Vor einer einfachen Inspektion. Wir sollten ihm ein paar Manieren beibringen. Das denke ich auch. Ei, ei. Schon besser. Keine Flüchtlinge, Sir. Nur geschmuggelte Waffen und eine Ladung Gewürze. Die Flotte kümmert sich um diese Schmuggler. Wir fliegen zur Station. Okay. Okay. Das ist eine dumme Idee, mein Freund. Energielaser umzuleiten. Okay. Okay, okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Rumpf zu reparieren. Okay, verstehe, verstehe. Wir fliegen erstmal einen Meter weg. Hey, hör auf mein Schiff zu ballern.
Ja, dann greift uns einfach nicht an. Captain James, ich glaube, ich habe die Flüchtlinge aufgespürt. Ausgezeichnet. Sind auf dem Weg. Pilot, wir nach. Wir haben Feindaktivität. Oh, wow, wow. Okay, Angriff! Hoppala! Das kam ungesehen. Okay, Schilde zerstören, das ist klar. Okay. Unfair, die haben Schilde. Ein Feind weniger. Wuhu! Rebell erledigt. Oh! Ein Turn und wieder vor. Besiegt. Neutralisiert. Elende Rebellen. Okay. Sorry, wenn ich gerade nicht so viel rede. Ich muss mich aber erstmal hier ein bisschen konzentrieren. Diese Idioten stellen sich gegen ein Imperium. Wo ist denn der Letzte? Das war etwas zu nah. Okay. Alle Rebellenziele zerstört. Puh. Die Rebellenjäger kommen aus dem Tunnel durch die Station. Der Flüchtlingskonvoi muss da drin sein. Anscheinend. Hinterher. Mit ihnen beschäftigen wir uns später, Stationsleiter. Da, der Konvoi. Feuer bereit machen. Hi, Captain. Oh, oh nein, nein, no. Was ist denn jetzt los? Alle Systeme sind ausgefallen. Das waren Ionenraketen. Wo zur Hölle kamen die her? Entschuldige, Teresa. Nach all daran kann ich nicht ignorieren, was aus dem Imperium geworden ist. Sir? Linden? Was sagen Sie da? Dass es mir egal ist, wer den Befehl erteilt hat. Ich diene nicht, um unschuldige Flüchtlinge zu verletzen. Und wenn deren Schutz mich zu einem Rebellen macht, dann sei es so. Verdammt! Pilot, versuch die Abschaltung zu umgehen. Alles mal antippen. Ah, Vollgas! Lieutenant Carol an die Vigilance. Captain James hilft der Rebellion. Senden Sie unverzüglich Unterstützung. Um Energie auf die Triebwerke umzustellen. Okay. Ich werde alles garantiert wieder vergessen, aber. Ja. Ich dachte, es würde nicht so weit kommen. Schieß ihn ab! Raketen, Vorsicht! Verschwinden wir!
Oh oh. Ihr stoppt mich nicht. Ah, das wollen wir mal sehen. Rebellen abschauen. Ja, gut, das habe ich gerade gemacht. Zwing mich nicht, das Feuer zu erwidern. Ei, ei, ei. Hi, Captain! Hier ist der Flüchtlingskonvoi Algeras Hoffnung. Es sind Familien an Bord. Ich helfe euch, Konvoi. Keine Zeit für Erklärung. Ja, der hält so viel aus einfach. Was schieße ich? Luftballons? Oh, oh, oh! Das war knapp. Verdammt! Oh.